Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Ja, so schnell geht's. Ich weiß jetzt nicht, welcher Tag es ist. Ich glaube, keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal auf, eine ganze Woche lang. Keine Ahnung, vielleicht auch zwei. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir den, was wir denn machen müssen. So, dann müssen wir einmal, Hangman's Alley. Später Minutemen haben sich eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Allerdings wimmelt es dort für Feinden. Preston hat mich gebeten, den Ort zu säubern, damit wir dort eine Siedlungsstation errichten können. Um meine Siedler anzulocken, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Das hat sich doch, ja, vielversprechend. So, das ist das Wort. Hört sich vielversprechend an. Wieso sollten wir das eigentlich nicht tun? So. Die Frage ist halt natürlich, wenn wir da jetzt hingehen. Und unser Zeug abliefern. Macht das dann Sinn? Werden wir dann noch sehen. Na egal, was soll's. So, mal gucken, was wir denn so machen können. Boah, ist echt, trödelt er, summt er wieder hinter mir rum. Hinter meinen Rücken summt er rum. Echt schlimm. Ja, dann kommen wir wieder an den Ort der Verdammnis vorbei. An den Ort, da ist immer irgendwas los. Das ist echt schlimm. Irgendwas ist da immer. Mal sehen, was diesmal los ist. Ich dachte gerade, es würde irgendwie irgendwann so ein Redstorm geben oder sowas. Ja, da plätschert doch schon wieder was rum im Wasser. Wer? Was? Absalom. Ja, ein Scharfschützengewehr. Preston, runter! Das ist Absalom! Absalom ist... Was? Absalom ist gefährlich. Muss aufpassen. So, aber wo ist er denn? Hier. Ja. Wer ist da? Niemand. Hörst du dich auf zu bewegen? Psst, dort drüben. Ist so gut wie erledigt. Hm. Komisch. Ja, Absalom, meine lieben Freunde, Absalom ist ein Vollidiot, ein scheiß Penner. So, jetzt mal gucken. Inventar, wir haben doch hier dieses komische Ding mitgenommen. Ja, genau. Dieses overpowerte, keine Ahnung, was auch immer das ist. Dachte, ich hätte was gesehen. Ja. Warte, da draußen ist was. Ach, meine Fresse, echt? Wir haben Gesellschaft. Absalom! Nicht schon wieder. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ey, der macht Schaden. Ja, geil, der hat noch eine richtig schöne Position da oben. Ja, natürlich habe ich keine Minen oder sonst irgendwas mitgenommen. Na komm, die kriege ich noch klein.
Grund zur Sorge. Hä? Sorge? Wie? Hä? Töte ihn doch einfach. Wo bist du hin? Wie viel brauche ich denn davon? Auch nicht. So, jetzt aber. Plopp. Hui. Sauber getrennt, würde ich mal sagen. Sauber. Ist der Kopf jetzt runtergefallen? Nein. So. Aber doch, der ganze Kopf ist runtergefallen. Wow. Alter Walter. Eine komplette Ding. Eine komplette Rüstung. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Können wir wahrscheinlich gar nicht alles mitnehmen. Machen wir uns auf den Weg. Warte mal. Kleidung. Na, die hatten wir. Ist er auch mit? Hey! Was gibt's? Hey! Ich... So... Da frage ich mich ja gerade 55... Ja gut, Aber das kann halt scannen, ne? Aber hat halt eine höhere Reichweite, um einiges höher. Wiegt aber auch mehr. Bin ganz Warte mal. Nehmen wir jetzt hier zum Beispiel. Nimm mal mit. Aufgepasst. Klar. Hier ist mein Vorrat. Warte mal. Hier, zieh mal an. Perfekt. Da. Nein. Nee. Hier. Den Helm gebe ich dir auch noch. Armeehelm. Boah, die schwarze Brille, ey. Krise auch noch. Schon bist du wunderschön. Was hältst du davon? Und ich nehme mir den Rest hier. Und die Sonnenbrille natürlich auch noch. So, da. Cool, jetzt haben wir hier so eine komplette Rüstung. Abgesehen vom Helm. Den kriegen wir irgendwie nicht. Obwohl, den Helm haben wir schon auf. Komisch. Egal, was soll's. Wir haben eine Rüstung gefunden. Cool. Da, gleich. So. Besser als die davor. Also im Wesentlichen besser. Natürlich könnten wir jetzt wieder zurücklatschen und die verbessern, aber ich weiß nicht. Können wir später machen. Das ist ein verletzter Hund. Hallo. Du siehst verletzt aus. Du siehst verletzt aus. Gib ihn nicht, also. Den Hund helfen. Hier, dann geht's dir besser. Der sieht echt schlimm aus. Weißt du, wie du heißt? Du heißt jetzt Sparky. Du brauchst einen Namen. Ich nenne dich Sparky. Alter, der Hund ist total beim Arsch. Kommt ihr jetzt mit? Warte mal. Ich kann mit Sparky nicht reden. Aufgepasst. Sag mir einfach wo. Aufgepasst. Schieß los. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern?
Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Alles klar. Okay. Komm, jetzt packe ich immer noch nicht rein. Okay, ich bin einmal weniger. Alter, der Hund, der sieht so krank aus. Der hängt da auch irgendwie. Egal, was ist. So, Sparky, dann schön, dass du da bist. Oder so. Ah, schau an, ich kann das gar nicht verbessern oder sonst was. Doch, da. Passt. Ja, doch. Ist schon besser. Ja, ist schon besser. Der Helm. Ja, gut. Da ist um einiges besser. Ja. Hat sich gelohnt. Perfekt. Ich kann nicht mit ihm reden. Tschüss, Sparky. Jetzt können wir natürlich auch noch die Burg erobern, wenn wir wollen. Ne? Das Blöde ist jetzt, dass wir alleine umrennen. Können wir bestimmt irgendwie ändern, oder? Eigentlich nicht, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich trinke mal bloß kurz ein Glas Wasser. Leitungswasser. Nur aus der wahren Leitung. Lecker. So, ein bisschen Werbung fürs Leitungswasser gemacht. No. Alter, die sind sowas von tot. Oder ich bin sowas von tot. Alter, wo bist du denn schon wieder? Ne, geht doch. Okay, das war vielleicht nicht die beste Idee, die ich gemacht habe. Gekühltes Erdöl. Ne? Gut, leck mich doch echt am Arsch. Leck mich doch am Arsch! Da kommt auch noch ein legendärer. Und ich habe keine Munition. Keine Granaten. Nee, auch nicht. Hier? Nee, auch nicht. Na gut, wenigstens habe ich sie markiert. Einer weg. Nein! Nein, die Rüstung! Nein, das alles mögliche andere. Nein! Ach, Scheiße. Kacke. Nu, alles wieder von vorn. So mögt ihr es doch. Alles doppelt sehen. Yay. Oh Gott, ey. Ach Mann, ey. Oh, jetzt darf ich die Rüstung wieder reparieren. Mäh. Also gut. Hey. Was gibt's?
Ach, ja. Wo das ja eigentlich gar nicht mehr so doof ist, oder? Das Ding. Nee, nicht das. Das da. Nee, warte. Hier, da. Das ist eigentlich gar nicht so dämlich. Chameleon, ne? Ist auch nicht schlecht. Ah! Na komm, nimm das Kamerad mit. So, aber ich muss noch irgendwelche anderen Dinge ablegen. Hab schon den ganzen Kram hier. Weg damit. Alles muss weg. Right away, lass mal da. Schmutziges Wasser muss auch natürlich weg. Was wir noch brauchen, wäre Munition. Welche Waffen haben wir denn dabei? Bis jetzt nur zwei. Jetzt ist jetzt nur noch eine. Nehmen wir die... keine Ahnung. Institutgewehr? Ne, ist auch nicht wirklich passe. Da. Die ist gut. Die ist kacke. Oder ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ist jetzt schwer. Das dann nehmen wir mit. Und was noch? Robber? Nö, mehr nicht. So, jetzt brauchen wir noch irgendwie Munition. Sind wir schon. Wie war das? 45, 3. Ja, gut, können wir mitnehmen. Ja, da muss man wieder ein bisschen weniger machen. 12, da haben wir ein Magazin, haben wir 100. Da nehmen wir jetzt einfach mal 150 mit. So. Wenn du arbeitest, kannst du. Und Stub essen. So einfach ist das. Bla bla bla. Oder kannst du bleiben? So einfach ist das. Nee, kannst du essen. Kannst du essen, sagt sie. Sagt sie zu mir. So. Transfer. Dann einmal. Nee, nicht Transfer, sondern irgendwie herstellen oder sowas. Level up, let's get up. So, dann Wassers. Ach, Getränke geht auch noch. Aufbereitetes Wasser, ja, supi. Nee, super, die Gemüsesuppe. Strahlungsresistenz für eine Stunde. Ja, nee. Was wir noch bräuchten, wäre Bierflaschen. Waffen, Kleidung, Hilfsmittel, Schrott. Bierflaschen. So, 5 Stück. Was? Müssen wir wieder aufpumpen. Komm mal schneller. Du willst nicht, oder? So, was haben wir da für eine Krankheit noch? Anfehlige für irgendwie. Ja, genau. Ich bin nur Chancen mit. Ah, da sind wir einmal gelevelt. Wo haben wir den Punkt reingesteckt? In Rüstung, ne? Ja. Tüdel. So, jetzt gehen wir aber. Ja, dahin, wo wir hingehen wollten. Lassen die Rüstung sein. Ach. Ja, ich weiß auch schon. So, meine lieben Damen. So, meine lieben Damen und Herren. Und, wir sind wieder hier. Aber diesmal ohne Sparky. Schade. Ja! Wieso ohne Sparky? Verstehe ich nicht. Ja. Da draußen ist was. Hab sie gezogen.
glaube, ich habe was gehört. Flup. Okay, diesmal ohne Sparky. Schade eigentlich. Naja, was soll's. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich dazu noch mache. Ich weiß nicht, so 10 Minuten vielleicht noch. Und dann ist die Folge, und dann mache ich hier wieder eine Pause und dann ist die nächste Folge wieder dran. Oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich nenne sie jetzt einfach nicht mehr 46, sondern 45 Part P1. So, diesmal schicke ich den nicht weg, weil ich habe ja Sparky nicht gefunden. Schade eigentlich. Hätte mich ernsthaft gefragt, was das denn bringt. Aber wir sind jetzt wieder hier, genau, vor der Polizeistation. Und wir haben wieder Dinge erledigt. Absalom. Und wir gehen jetzt in die Polizeistation, reden mit Paladin Dance, sehen, was der von uns will. Und dann... Ja, dann schauen wir mal. So, schlafen wir mal eine Stunde. Wir müssen jetzt essen und was trinken. Okay. Gut hydriert. Und wieder was essen. Sehr schön. Ich bin gut genährt. Eigentlich bin ich sogar ein bisschen neidisch, dass du nach dieser verlorenen Technologie suchen darfst. Für die Bruderschaft Ruinen zu durchstöbern war schon immer mein Traum. Haben wir das nicht angehört? Wenn nicht, dann... Voilà. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernen Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Das ist eine sehr gute Frage, geehrte Helen. Aufgepasst. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Warte mal. Ja, ich habe hier Schrott gefunden. Blechstoffmäßig und so. Wie kannst du damit was anfangen? Ich nicht, denn ich bin ja nur der Spieler. Männchen. Kannst auch haben. Kein Wunder, dass wir so schwer sind. Heutzutage kann es so schwierig so, sein, Paladin Dance. Finden, Paladin Dance? Ich hätte da eine Mission können. Für dich, wenn du aber bereit wenn bist. Man eins findet, ist es ja, wenn du, immer wert. Wenn du mir die Einzelheiten gibst. Sag mir einfach, was du brauchst. In Ordnung. Im Laufe der Jahre hat die Bruderschaft einige Erkundungsteams in das Commonwealth entsandt. Das letzte Team ist vor 3 Jahren aufgebrochen. Man hörte nie wieder von ihnen. Offiziell gelten sie als vermisst. Wahrscheinlich sind sie tot. Sie kannten die Risiken. Das taten sie. Das tun wir alle. Aber die Bruderschaft gedenkt derer in Ehren, die im Dienst ihr Leben lassen. Es obliegt uns, wenn möglich, herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. 3 Jahre. Okay. Das ist 3 Jahre her. Die könnten mittlerweile überall sein. Ihr Einstiegspunkt war in den Hügeln bei Morden. Durchkämme den Bereich und lege ein Suchmuster fest. Achte auf Notsignale über Funk. Alle Erkundungsteams sind mit Notrufsendern ausgestattet, die in einem kleinen Radius Positionssignale senden. Wenn du ein Signal empfängst, solltest du den Ursprung finden können. Alles klar. Meld dich bei Paladin Dance abgeschlossen. Nun, haben wir noch eine neue Aufgabe gekriegt. Hä? Oder vielleicht auch nicht. Oder vielleicht auch doch. Wir werden es gleich sehen. Nach diesem schwarzen Bildschirm. Na komm, wenn der schwarze Bildschirm mal weg wäre. Komm schon. Kleiner schwarzer Bildschirm. Es regnet. Kein Wunder. Okay. Ja. Dann
Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Folge geht, ne? Also ich habe hier was rausgeschnitten, von wegen Absalon und so weiter, sofort nochmal töten und die ganze Rüstung nochmal. Jetzt haben wir mal gespeichert. Hab Preston wieder so angezogen, wie ich mich angezogen habe, eben. Einen Arm vergessen. Komisch. Aufgepasst. Klar, hier ist mein Vorrat. Sehr seltsam. Ach, da, da. Hieße. Ja, jetzt habe ich den eben so angezogen. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann noch hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Fallout 4. Wünsche euch dann noch einen schönen Abend natürlich und haut rein. Bis dahin. Tschüss.